Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich lese immer wieder in Beiträgen zum steigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre, dass das doch gut für das Pflanzenwachstum wäre. Aber ist das tatsächlich so? Bleibt dran, ihr werdet überrascht sein. In den letzten 2000 Jahren ist die Bevölkerung unseres Planeten von rund 230 Millionen Menschen auf fast 8000 Millionen Menschen angewachsen. Zuerst langsam und dann unglaublich schnell in den letzten Jahrhunderten. Gleichzeitig wird die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre unseres Planeten erhöht. Von rund 280 Parts per Million auf 420 Parts per Million. Zuerst langsam und dann immer schneller in den letzten Jahrhunderten. Analog zum Bevölkerungswachstum. Je mehr Menschen auf der Welt leben, desto mehr Energie wird verbraucht. Und historisch gesehen wurde diese Energie durch Verbrennung fossiler Brennstoffe bereitgestellt, die Kohlendioxid in unsere Atmosphäre bringen. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Nahrung müssen wir auch anbauen. Und Nahrung kommt letztendlich aus dem Prozess der Photosynthese. Pflanzen, die Wasser, Kohlendioxid und Sonnenlicht in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Mehr CO2 sollte also mehr Nahrung bedeuten, richtig? Wie der ehemalige Abgeordnete Lamar Smith, ein Republikaner, der von 2013 bis 2019 dem Wissenschaftsausschuss des Repräsentantenhauses vorsaß, es ausdrückte, eine höhere Konzentration von Kohlendioxid in unserer Atmosphäre würde die Photosynthese unterstützen, was wiederum zu einem erhöhten Pflanzenwachstum beiträgt. Dies korreliert mit einem größeren Volumen der Nahrungsmittelproduktion und einer besseren Qualität von Lebensmitteln. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Die Wissenschaft ist sich darüber sehr einig. Mehr CO2 in der Atmosphäre bedeutet, dass weniger Nahrung angebaut wird. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen stellte mit großer Wahrscheinlichkeit im jüngsten Bericht der Arbeitsgruppe 2 fest, der Klimawandel wird durch die Nahrungsmittelproduktion und den Zugang zu Nahrungsmitteln, insbesondere in gefährdeten Regionen, zunehmend unter Druck gesetzt. Eine Untergrabung der Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung. Damit gibt es zwei Krisen, die in dieser Aussage miteinander verbunden sind. Die erste ist die Menge an Nahrung, die wir anbauen können. Ein Planet mit mehr CO2 in seiner Atmosphäre ist ein wärmerer Planet. Und als Faustregel gilt, dass für Getreidekulturen wie Mais, Weizen und Reis, die derzeit noch unter optimalen Bedingungen angebaut werden, jedes Grad der Erwärmung zu einem Ertragsrückgang von 10% führt. Pflanzen mögen es nicht, in einer heißeren Umgebung zu sein, als sie es gewohnt sind. Nun denkt man vielleicht, dass, wenn sich der Planet erwärmt, sich die Orte, an denen wir Nahrung anbauen können, einfach in Richtung der Pole verschieben werden. Und so können wir einfach dorthin ziehen, wo die Farmen sind. Das ist leider nur teilweise der Fall. Der natürliche Weizengürtel der Welt zum Beispiel, die Orte, an denen die Bedingungen für den Anbau von Weizen stimmen, haben sich jedes Jahrzehnt mit einer Rate von etwa 250 Kilometern auf die Pole zubewegt. Aber das Problem ist, dass nicht alle Böden gleich geschaffen sind. Und die Gegenden, in denen der Weizengürtel in Kanada und Russland zog, haben Böden, die viel weniger fruchtbar sind als dort, wo derzeit noch Weizen angebaut wird. Und diese Gebiete werden weniger von der Infrastruktur bedient. Studien schätzen, dass speziell die Menge an Weizen noch für einige Jahrzehnte weiter steigen könnte, wenn wir den Planeten weiter erwärmen. Aber der Gesamtertrag von Getreide, insbesondere Reis, Mais und Sojabohnen, wird sinken. Von diesem Augenblick an ist es ganz egal, was wir tun. Die Titanic wird untergehen. Darüber hinaus ist ein Planet mit mehr CO2 in seiner Atmosphäre ein wärmerer Planet, ein Planet mit anderen Niederschlagsmustern. Und wir haben bereits gesehen, dass die Dürren dank des Klimawandels häufiger geworden sind. Obwohl es sehr schwierig ist, das zu modellieren, sind sich Wissenschaftler ziemlich einig, dass die Dürren in Zukunft noch häufiger und noch intensiver sein werden. Und das wird sich noch weiter negativ auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken. Je wärmer der Planet wird, desto schlimmer werden die Dürren. Wie David Wallace Wells in Die unbewohnbare Erde schreibt, diese Dürren werden das eigentliche Problem für die Landwirtschaft sein. Bei 2 Grad Erwärmung werden Dürren den Mittelmeerraum und ein Großteil Indiens austrocknen. Mais und Sorghumhirse auf der ganzen Welt werden leiden und die globale Nahrungsmittelversorgung belasten. Bei 2,5 Grad durch länger anhaltende Dürren könnte die Welt in ein globales Nahrungsmitteldefizit geraten. Wir benötigen dann mehr Kalorien, als der Planet produzieren kann. Bis 2080 wird Südeuropa ohne dramatische Emissionssenkungen in einer permanenten extremen Dürre sein, viel schlimmer als die amerikanische Dust Bowl es jemals war. An diesem Punkt werden der amerikanische Südwesten und die großen Ebenen in einer Dürre sein, die schlimmer ist als alles, was wir in den letzten 1000 Jahren gesehen haben.
Die Kornkammern Chinas, Südamerikas, des Nahen Ostens und Afrikas werden als zuverlässige Nahrungsquellen nicht mehr lebensfähig sein. Das ist schlimm genug. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir dazu in der Lage sein werden, genug Nahrung für eine immer noch wachsende Bevölkerung auf dem wärmeren Planeten mit mehr Dürren anzubauen. In diesem Jahrhundert wird es weit verbreiterte Hungersnöte geben und es gibt nichts, was das abmildern könnte. Das ist einfach eine Tatsache. Aber es gibt eine zweite Krise, die mit der Erklärung des IPCC verbunden ist, die ich bereits erwähnt habe. Und es wird überhaupt nicht wirklich darüber gesprochen, dennoch wird es zu kaskadierenden Problemen kommen. Die zweite Krise ist die Ernährung. Im Jahr 2004 wurde ein Artikel in der Zeitschrift des American College of Nutrition von Davis, Ebb und Riordan veröffentlicht. Das Papier ergab, dass der Nährstoffgehalt verschiedener Kulturpflanzen, Kartoffeln, Karotten, Okra, Kohl und anderen in den letzten Jahrzehnten abgenommen hatte. Lebensmittel, die in den 1990er Jahren angebaut wurden, hatten weniger Protein, Kalzium, Eisen und Vitamin C als die, die in den 50ern angebaut wurden. Und zwar mit einigem Abstand, im Durchschnitt 15-20% weniger. Und eine fast 40%ige Abnahme von Vitamin B2. Die Autoren folgerten, dass dies darauf zurückzuführen war, dass moderne Landwirte und Gärtner verschiedene Sorten von Kulturen wählten, die zwar schneller wuchsen, aber weniger nährstoffreich waren. Wie auch immer, der Mathematiker Iraki Lalazdi und einige andere Wissenschaftler hatten da ihre Zweifel. Er stellte die Hypothese auf, dass, da immer mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre vorhanden war, Pflanzen im Allgemeinen ein zunehmendes Ungleichgewicht in ihrer elementaren Zusammensetzung erfuhren. Sie enthalten mehr Kohlenstoff aus Zuckern, produziert durch mehr Photosynthese, und weniger andere Moleküle wie Vitamine, die mit Nährstoffelementen aus dem Boden wie Eisen und Zink produziert werden. Mit anderen Worten, die Pflanzen wurden weniger nahrhaft und mehr wie Junkfood. In einem Politico-Artikel mit dem Titel „Der große Nährstoffkollaps“ fasst Lalanzi zusammen: Jedes Blatt und jeder Grashalm auf der Erde produziert immer mehr Zucker, da der CO2-Gehalt weiter steigt. Wir erleben die größte Injektion von Kohlenhydraten in die Biosphäre in der Geschichte der Menschheit. Eine Injektion, die andere Nährstoffe in unserer Nahrungsversorgung verdünnt. Und diese Hypothese wurde durch weitere Studien bestätigt. Ein Papier der Nature aus dem Jahr 2014 kam zu dem Schluss, dass Getreide und Hülsenfrüchte, die in erhöhten CO2-Konzentrationen angebaut wurden, deutlich weniger Zink und Eisen besaßen. Ein Artikel aus dem Jahr 2018 untersuchte den Proteingehalt von 18 Reissorten und stellte fest, dass mehr CO2 in der Luft das Protein, aber auch Eisen, Zink und verschiedene Vitamine im Reis verringert. Nur um das nochmal klar zu sagen, Reis! Ein Getreide, auf den sich Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen verlassen. Wer wird in Zukunft zunehmend einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen haben, die für eine gesunde biologische Funktion von grundlegender Bedeutung sind? Proteine, die notwendig sind, um Muskeln und Knochen wachsen zu lassen und zu reparieren. Ein Mangel an Eisen verursacht Müdigkeit, ein Zinkmangel schwächt das Immunsystem. In gewisser Weise ist das nichts Neues. Es wird geschätzt, dass heute etwa 2 Milliarden Menschen allein an Eisen- und Zinkmangel leiden. Dieses verursacht einen Verlust von 63 Millionen Lebensjahren jährlich. Mit anderen Worten, die Menschen sind kränker und sterben jetzt jünger, wegen dieser Mängel. Und diese Mängel werden sich auf dem Planeten mit mehr CO2 in der Atmosphäre nur verschlimmern. Das klingt vielleicht nicht so furchtbar schlimm, als gäbe es plötzlich nichts mehr zu essen, aber denkt darüber nach, was die Folgewirkungen sein würden. Eine Population, die einen Mangel an verschiedenen Mikronährstoffen hat, ist eine Population, die körperlich schwächer ist, eher krank wird, sich weniger von Krankheit oder Verletzung erholen kann und in der Schwangerschaft mehr Probleme hat. Mit anderen Worten, eine Bevölkerung, die weniger in der Lage sein wird zu arbeiten und die Gesundheitssysteme zunehmend unter Druck setzt. Darüber hinaus sind diejenigen, die am stärksten von diesen Mängeln bedroht sind, im globalen Süden, wo es weniger Gesundheitsversorgung und höhere Krankheitsraten gibt. Dort, wo die Auswirkungen am stärksten zu spüren sein werden. Eine Epidemie von Mikronährstoffmangel wird die anderen Auswirkungen des Klimawandels wie die Verschiebung von Krankheitsmustern und die Reaktion auf extreme Wetterereignisse wie Dürren unsichtbar, aber signifikant verstärken. Millionen von Menschen werden deshalb früh sterben und als ob das nicht schlimm genug wäre, wird es speziell den größten Druck auf die Teile der Welt ausüben, die bereits am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Wie wir so häufig feststellen, sind die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Krise miteinander verknüpft, wobei ein Faktor einen anderen verstärkt. Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, um die Emissionen von Treibhausgasen zu begrenzen, werden dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. Je mehr Maßnahmen wir jetzt ergreifen, desto mehr wird dieses Problem behoben.
Dies liefert uns einen Fahrplan. Um weit verbreitete Hungersnöte und eine Epidemie von Mikronährstoffmangel zu vermeiden, die kaskadierende Probleme in der globalen Gesundheit verursachen werden, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf netto Null zu senken. So einfach ist das. Und unter uns, es hat auch noch ein paar andere Vorteile. Soderle, das war es soweit von meiner Seite zu dem Thema. Es lohnt sich einmal selber im IPCC-Bericht zu lesen, den gibt es kostenlos auch übersetzt auf Deutsch im Netz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schreibt auch was unten in die Kommentare und teilt das Video. Solche Videos bedeuten auch einen Haufen Arbeit, auch wenn es einem in 10 Minuten nicht so vorkommt. Die Übersetzungen aus dem Englischen, Recherche, die Suche nach Bildern, Videos und Berichten, die das Video erst komplettieren. Ich möchte schließlich nicht die englischen Videos unüberprüft 1:1 hochladen. Es wäre nett von euch, wenn ihr den Kanal über einen der bekannten Wege unterstützen könntet. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr bis hierher zugesehen habt, denke ich, dass ihr ein wenig Wert in diesen Videos erkennt. Ich bedanke mich in jedem Fall bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Micha.